Nachdem wir jetzt Information Retrieval und Data Retrieval versucht haben, voneinander abzugrenzen und gesehen haben, dass im Prinzip Information Retrieval auf semantischer, pragmatischer Ebene läuft, Datenretrieval eher auf syntaktischer Ebene und auch eben beim Information Retrieval der Nutzerkontext eine Rolle spielt, wohingegen das beim Datenretrieval überhaupt nicht so richtig der Fall ist, kann man sich natürlich auch direkt fragen, ja, ist denn nicht Datenretrieval aber auch zumindest zum Teil irgendwie wichtig für Information Retrieval? Und das soll jetzt so dieser zweite Teil der Abgrenzung eher vielleicht als Einbeziehung dann darstellen, wo man sich fragt, naja, diese ganze Datenanalyse-Pipeline, die sich unterteilt in explorative und deskriptive Datenanalyse, wie würde man die denn im Information Retrieval sehen? Zur explorativen Datenanalyse gehören im Prinzip im Grunde an der Basis statistische Analysewerkzeuge, die davon ausgehen, dass man irgendwie Hypothesen evaluiert, also statistische Tests beispielsweise durchführt. Basierend auf der Statistik selbst gibt es dann so einen Bereich des maschinellen Lernens, wo man sich eben fragt, wie kann man denn die gegebenen Daten modellieren, sodass man bestimmte beispielsweise Klassifikations- oder Regressionsaufgaben damit lösen kann. Und darüber dann wieder so die Frage, wie kann man aus den Daten eigentlich die entscheidenden Zusammenhänge herausziehen, vielleicht auch nicht nur im maschinellen überwachten Lernsinne, sondern auch im unüberwachten Lernsinne, das irgendwie kombinieren. Das sind dann so Begriffe wie Webmining oder Textmining, die dann eine Rolle spielen, wo man eben ab Gigabytes aufwärts, Terabytes, Petabytes von Daten vielleicht hat, gerade wenn man an das Web denkt, vielleicht sogar Zettabytes. Und das könnten aber auch Datenbanken sein, das kann unstrukturierter Text sein, eben aber auch strukturierte Datengrundlagen. Und man fragt sich eigentlich darüber wieder im Bereich des KDD, Knowledge Discovery in Databases oder auch OLAP, Online Analytical Processing, wie kann man denn aus diesen Daten eigentlich die zur Entscheidungsfindung wichtigen Rückschlüsse ziehen. Das wäre so der Bereich des explorativen Datenanalysierens, wohingegen der Bereich des deskriptiven Datenanalysierens sowas beinhaltet wie eine Visualisierung oder eine Aggregation von Daten, wo man das Ganze eher beschreibend dann vielleicht beispielsweise einem Endnutzer entgegenbringen möchte. Man sich das Ganze mit dem spiegelt, was wir gerade zuletzt auf den Folien gesehen hatten, dann sieht man wieder die Frage, wo im Bereich der Semiotik sind wir denn? Na, ganz hier unten, im Bereich der statistischen Analyse, sind wir vielleicht zum Großteil noch im Bereich der Syntax. Und wenn man dann über das maschinelle Lernen zum Data, Web oder Textmining geht, ist man so auf der sigmatischen Ebene, wo man eben auch schon im Prinzip nicht nur fragt, was sind das für Symbole, sondern diese Symbole haben irgendwie das Aussehen beispielsweise eines Datums. Sie erinnern sich, dass eine Symbolfolge war und wir direkt reininterpretieren, das könnte ein Datum sein. Und dann die Frage KDD, OLAP und vielleicht auch so das ganze Visualisieren und so weiter ist dann eher auf der Schiene der pragmatischen und semantischen Ebenen. Das heißt also, man möchte Wissen generieren. Sigmatik, man arbeitet eher auf den Daten selbst. Pragmatik und Semantik, man möchte aus den Daten Informationen gewinnen, also nützliche Daten zu Informationen machen und aus den Informationen Wissen generieren. Ja, und wo ist jetzt abgegrenzt, eingeordnet irgendwie Information Retrieval? Naja, es geht irgendwie so mit allen Hand in Hand. Aus den maschinellen Lernverfahren wird man sich natürlich bedienen. Man braucht sowas wie Webmining, Textmining, Datamining. Und wird also auch sowas wie KDD beispielsweise brauchen, um gute Retrieval-Systeme zu bauen, weil man ja auch, wenn man als Information-Retrieval-System irgendwie nützlich sein möchte, sich auf genau den gleichen Ebenen bewegt, also semantisch, pragmatisch dem Menschen weiterhelfen möchte, sein Informationsbedürfnis verstehen möchte. Und ein kleiner Teil des Information-Retrieval wäre also auch sowas wie eine strukturierte Art der Anfrageprozessierung, also könnte man sagen, sowas wie Data Retrieval könnte da beispielsweise sich auch dann irgendwie einordnen, wenn man es noch ein bisschen größer und breiter zieht etwa. Ja, so viel zum Begriff des Information Retrieval im Zusammenhang mit anderen bekannten Sachen, wie zum Beispiel Daten Retrieval oder auch, wie ordnet sich maschinelles Lernen, Data Mining da ein, abgegrenzt und eingeordnet für uns, also Information Retrieval, die Frage, was möchte der Mensch und wie kann ich ihm am besten helfen auf pragmatischer und semantischer Ebene? Also auf der Ebene, wo es tatsächlich dann um Wissen geht und nicht mehr nur eigentlich um Information. Aber es heißt ja nicht Knowledge Retrieval, sondern Information Retrieval. Das Wissen ist dann immer das Ziel, das, was man dem Nutzer am Ende irgendwie vermitteln möchte. Danke.